Ja. Ein Moment noch, gleich kommt er, ja? Ja. Ein Moment. Ja. Hallo, Herr Doktor. Also, war Ihr Mann wirklich nüchtern oder hat er was gefrühstückt gehabt? Der hat einen Kaffee hat er getrunken, so will man wissen. Mit Zucker und Milch oder wie? Oder schwarz? Mit Zucker und Milch. Mit Zucker und Milch? Ja. Ja, weil der Zuckerwert sehr hoch war. Also für nüchtern wäre es zu viel. Ich habe jetzt nochmal einen Spezialwert nachbestellt. Der sollte eigentlich nüchtern kommen. Ja, aber der hatte die Nacht getrunken. In der Nacht? Ja. Also ich habe jetzt nochmal einen Wert nachbestellt. Also der Zuckerwert war hoch bei ihm, Cholesterin ist hoch bei ihm. Ja, wie bei seiner Mutter, die hat auch Zucker und hohe Cholesterin. Also, das ist ja wahrscheinlich vielleicht erblich veranlagt, wissen wir nicht. Müssen wir mal nachschauen. Also müssen wir jetzt im Spezi am Montag nochmal anzurufen. Ja. Da kommen dann die restlichen Werte, ja. Ob dann Zucker hintersteckt oder nicht. Das wäre jetzt so mal das Hauptproblem. Ja. Gut. Und bei Ihnen, Frau Neubert, ist... Das Cholesterin ist ein bisschen erhöht mit 223, alle anderen Werte sind in Ordnung. Mhm. Kann meine Mutter da eine Kopie von allem haben? Ja, kann sie bekommen. Ja, sie weiß nur nicht, ob die heute es schaffen kann, vielleicht Montag, Dienstag. Ja, Montag lang. Ich bitte Sie auch Montag nochmal anzurufen, dann sind dann auch alle Werte erst komplett da. Okay. Wegen dem Langzeitzucker. Ja. Wie gesagt, Zucker ist auch bei mir und bei ihm in der Familie drin. Bei mir auch meine Mutter und ihm seine Mutter auch. Also es kann sein, dass das erblich bedingt ist. Mhm. Ne? Müssen wir gucken, was das wird ja dann auch so einiges erklären. Ja, vor allem, wenn der Wert so hoch ist, braucht er auch Therapie, ne? Ja, weil er nämlich auch in der Beine und der Füße da und solche Schmerzen hat, dass er gar nicht große Strecke laufen kann. Mhm. Na, das ist ganz schlecht mit seinen Beinen und Füßen. Mhm. Ja, da müssen wir auch mal überlegen, was man da machen kann. Vielleicht mal irgendwie Kernsplint oder CT, ich weiß auch nicht. Nee, da muss er beim Gefäßdoktor hin, dass er das mal misst, ob das durchgängig ist oder ob das verstopft ist. Ja, wo gibt's denn sowas, so ein Gefäßdoktor? Ist das bei uns in Hanau irgendwo? In Hanau? Das machen auch die Ambulanzen, glaube ich. Ja? Die in den Krankenhäusern. Ja? Mhm. Gut. Da könnte man in den Stadtgang ausgehen, da kennt man sich gut aus. Das wäre nicht schlimm. Ah ja, wenn Sie meinen, dass es notwendig ist. Ja, ich bitte Sie am Montag nochmal anzurufen wegen der Werte. Ja. Und ansonsten, da tun wir, wenn die Werte dementsprechend sind, das mit den Füßen und Beinen im Stadtgang aus. Da bräuchte man dann alle Überweisungen. Ja, ist ja kein Problem. Gell? Ja. Jo, dann bedanke ich mich erstmal. Schönes Wochenende für Sie und Ihre Familie. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören.